Hallo zusammen, hier ist wieder Otila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir uns hier aus dem Schlund erspielen können. Und ja, ich sitze hier gerade schon auf dem Pferd mit relativ vielen coolen Details, wie ihr hier an der Seite mit den ganzen Ketten seht. Selbiges Model habe ich ja euch schon gezeigt beim Fallen Charger, bei dem Mount, das quasi in Gold gehalten ist. Das finde ich tatsächlich noch ein bisschen cooler, aber das sieht auch sehr, sehr nice aus. Und das Mount schimpft sich hier seelengebundenes Dämmerstreitross. Dieses seelengebundene Dämmerstreitross bekommen wir über die Venari-Fraktion. Der NPC steht hier schon hinter mir. Und diese Venari-Fraktion gab es ja auch schon mit Release von Shadowlands. Was sich jetzt mit 9.1 geändert hat, wir können hier Paragon-Kisten erspielen. Wer jetzt nicht weiß, was die Paragon-Kisten sind, wenn ihr eine Ruffraktion auf die maximale Rufstufe gebracht habt, normalerweise ist es ehrfürchtig, bei Venari ist es, glaube ich, wertschätzend. Das ist da ein bisschen anders, ist aber vollkommen egal. Maximale Rufstufe ausgekappt und dann könnt ihr nochmal extra Ruf farmen. 10.000 sind das immer und wenn ihr die 10.000 voll habt, könnt ihr euch eine Kiste abholen. Ihr könnt danach nochmal 10.000 farmen, noch eine Kiste. Ihr könnt das endlos grinden quasi. Und ich habe schon ein paar Kisten aufgemacht. Dazu gibt es auch ein kleines Opening-Video übrigens. Und ja, ich hatte nach drei Kisten Luck gehabt tatsächlich. Habe sowohl das Mount rausgezogen als auch das Pet. Und ja, Mount seht ihr hier, Pet kann ich euch auch nochmal kurz zeigen für die Leute, die es interessiert. Rook heißt das Pet, das ist dieses kleine, ja, Skelett ist es ja nicht, das ist einfach nur die Rüstung, ne? Das Viech ist anscheinend so in Geisterform. Sieht auch ganz nett aus. So, wir gucken uns jetzt mal das Mount Special an. Nicht sonderlich spektakulär, einfach wie beim normalen Pferd. Interessanter wird vielleicht, wie wir den Ruf farmen können, dass ich darauf jetzt mal noch ein bisschen eingehe. Und zwar haben wir verschiedene Möglichkeiten, an Ruf bei Venari zu kommen. Erstmal haben wir Daily Quests, die seht ihr einfach auf der Map, je nachdem, wie viel Ruf ihr bei Venari habt. Aber da ihr euch ja das Paragon Mount farmen wollt, vermute ich mal, dass ihr den Ruf schon auf wertschätzend habt. Wenn ihr das noch nicht haben solltet, dann könnt ihr die ganzen Sachen, die ich euch jetzt zeige, quasi auch machen. Das ist alles kein Problem. Eventuell sind aber manche Sachen dann noch verschlossen. Also, ihr guckt auf die Map, nehmt täglich einmal hier diese Daily Quests mit. Dann haben wir bei Venari zusätzlich noch Daily Quests, die ihr annehmen könnt. Alle diese Quests bringen Ruf. Die meisten Quests bringen nur 75 Ruf. Es gibt aber auch welche, wo ihr irgendwelche Elite-Mobs umhauen müsst. Da bekommt ihr dann ein bisschen mehr, beziehungsweise kriegt ihr nochmal extra Ruf-Tokens. Dann ist es so, ihr seht, ich habe hier so einen ganzen Haufen Totenköpfe und Sterne auf der Map. Ich habe da verschiedene Addons für. Ich habe da einmal, ich glaube, Tomcat-Tours habe ich einmal drauf und einmal Handy Notes Shadowlands. Beziehungsweise Handy Notes, die Grundversion braucht ihr auch noch. Dann seht ihr diese ganzen Mobs angezeigt. Diese ganzen kleinen Totenköpfe sind Named Mobs. Die bringen alle 40 Ruf. Die könnt ihr täglich auch abklappern. Die Sterne sind krassere Rare Mobs. Die bringen ein bisschen mehr Ruf. Die bringen zwischen, ich glaube, 80. Und manche bringen sogar über 100 Ruf, ne? Also das kann sich tatsächlich dann schon lohnen, die auch noch mitzumachen. Die meisten von denen, wenn man jetzt nicht so krass equipped ist, sollte man vielleicht in der Gruppe umhauen. Die ganzen Name-Mobs, die könnt ihr auf jeden Fall alle alleine machen. Dann gibt es noch verschiedene Events. Zum Beispiel hier unten gibt es immer eine Jagd. Und zwar ist die immer 3,5 Tage am Start und switcht dann. Also ihr könnt in der Woche zweimal so eine Jagd machen. Die ist immer hier unten quasi im Bestienlabyrinth. Bringt auch relativ viel Ruf, ich glaube über 500. Dann jede volle Stunde kommt hier kommt das Zorn des Kerkermeisters Event. Ich glaube, das war glaube ich nur in den geraden Stunden. Und dann gibt es noch, ich glaube, aber das könnt ihr, ich glaube den Ruf kriegt ihr nur einmal die Woche von dem Event. Das taucht zwar öfter auf, kriegt aber, glaube ich, nur einmal die Woche. Und dann gibt es auch noch die neuen 9.1 Tormentor. Die kommen alle 2 Stunden zur ungeraden Uhrzeit. Und die könnt ihr eigentlich jedes Mal mitnehmen. Da gibt es dann teilweise auch noch zusätzlich Ruf. Sicher kriegt ihr aber Ruf aus der Kiste, die sie einmal die Woche droppen. Also den einmal die Woche mitzunehmen, macht auf jeden Fall Sinn. Nicht nur hier in Schlund droppen oder ja, bringen die Mobs, wenn man sie killt, Ruf, sondern auch hier in Court, ja. Und da haben wir auch noch die Möglichkeit, die ganzen Rares umzuhauen. Die Schlund-Mobs sind quasi, ich kann es jetzt nicht anders sagen, aber die normalen Court hier, also jetzt irgendwie so Wildtiere, die Rares bringen keinen Ruf, aber diese ganzen Viecher, die quasi aus dem Schlund kommen, die bringen auch nochmal zusätzlich Ruf für Venari. Das sind teilweise auch ein bisschen mehr. Ich glaube, bei einem habe ich mal 120 bekommen, wenn ich mich da recht entsinne. Also da geht auch auf jeden Fall einiges noch an Ruf. Zusätzlich kann man einmal die Woche, glaube ich, 800 Stygier sind es bei Venari abgeben. Gibt es auch nochmal 1000
Ruf bei ihr. Das Stygia bekommt er von den ganzen Mobs und Quests, die ihr hier eh erledigt. Also mit Stygia werdet ihr zugebombt. Ich muss mal gucken. Also wenn ihr den Ruf farmt, ich bin jetzt bei 34.000 Stygia und das wird eigentlich tatsächlich immer mehr anstatt weniger, obwohl ich das immer abgegeben habe. Also das sind so die Quellen. Ich kann euch sagen, wenn ihr wirklich alles mitnimmt, also hier alle Rares, die Dailies und Zeug, ihr kommt am Tag schon auf 4.000 Ruf bei Venari. Da kann man sich so eine Kiste in einer halben Woche easy zusammenfarmen. Das Ding ist, wenn ihr wirklich alles mitnehmen wollt, es dauert seine Zeit. Also seid ihr so gut mal eine Stunde, zwei unterwegs am Tag. Muss man sich halt überlegen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das Mount farmen wollt, macht das so ein bisschen nebenher. Es gibt den Courtier und hier einen Haufen verschiedener Aktivitäten, die man auch für andere Achievements, Mounts und Konsorten machen muss. Und durch alles bekommt ihr nebenbei Venari-Ruf. Das Mount hat eine 16%ige Dropchance aus der Kiste. Bedeutet, die ist nicht so klein. Ich habe 3 Kisten gebraucht, war wahrscheinlich relativ lucky. Heißt, wenn ihr eh einen Haufen anderes Zeug hier macht, dann braucht ihr den Ruf nicht gezielt farmen und bekommt diese Kisten immer mal wieder so nebenbei. Und über diese 800 Stygia, die man jede Woche einmal abgeben kann, dann sind ja eh schon mal 1000 safe, dann geht es relativ zügig. Gut, das war soweit alles, was ich euch zum Mount bzw. zum Ruf erzählen kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte das ein bisschen weiterhelfen. Ich habe sicher irgendwo noch die ein oder andere kleine Rufquelle vergessen, schreibt das gerne in die Kommentare, dass wir auch der Community so ein bisschen helfen können. Und dann sehen wir uns beim nächsten kleinen Guide-Video wieder. Euer Tilla, bis dann. Ciao.